Hallo und herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Günther Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin in eigener Praxis seit über 15 Jahren. Und aus gegebenen Anlass möchte ich heute nochmals zeigen, ganz pragmatisch, wie stelle ich meine eigenen antiviralen und antibakteriellen Kräuterelixiere her. Und zwar habe ich heute mehrmals meinen Patienten erzählt, wie sie das selbst machen können, weil es ist sehr wichtig für meine Patienten und deswegen kannst auch du hier diesen Anweisungen folgen. Und ich, wie man es jetzt hier sieht, das ist mein eigener Elixier, den ich jetzt hier zubereite. Ich brauche wieder einen neuen und werde es mal vormachen vor der Kamera, wie ich den ganz, wie gesagt, ganz pragmatisch selbst mache. Was brauchst du hierzu? Ein Einmachglas, ein großes oder ein kleineres oder eins zum Verschrauben. Es geht auch so ein ganz kleines. Das ist völlig in Ordnung. Es muss nur dicht sein oben, das wäre gut. Und du brauchst ein paar Kräuter. Die Kräuter, die man hier nimmt, die habe ich in vielen Videos schon mehrmals erklärt und erläutert. Deswegen gehe ich heute gar nicht großartig drauf ein. Was nehme ich heute hierzu? Ich nehme den Cistus, das Cistuskraut. Und ich darf mal aufstehen, dann sieht man mich nicht so ganz. Aber das Wichtige ist, dass man sieht, wie ich das herstelle hier. So. Dann nimmt man das Cistuskraut, du es hier rein, einfach schütten, so. Dann nehme ich mal noch die Katzenkralle zum Beispiel. Das kann man ja variieren, wie man es möchte. Man kann auch nur ein Kraut nehmen oder viele verschiedene und auch die Menge kann variiert werden. So, haben wir die Katzenkralle drin. Hier, jetzt in die Kamera zeigen. Dann nehme ich Helmkraut. So, dann was haben wir noch hier? Löwenzahnblätter. So. Und dann, was ich sehr mag, ist der Schachtelhalm. So. Und nun haben wir die Kräuter hier drin. Noch ein bisschen mehr davon. Ich mache es nie ganz voll, muss ich sagen, weil die Kräuter ziehen sich ja mit der Flüssigkeit dann voll und quellen etwas auf. So. So. Schon. Ja, so ist okay. So drei Viertel voll. Gut, jetzt haben wir die Kräuter hier drin. Wie gesagt, du kannst, ich habe das in den anderen Videos schon erklärt, die Kräuter variieren. Man kann auch nur ein Kraut nehmen, zum Beispiel nur Cistus, oder man kann auch je nach dem, was man zu Hause hat und was man gerade bekommt oder auf was einem gut schmeckt, eben die richtigen antiviralen Kräuter nehmen. Da nehme ich einen Bio-Weißwein, einen leichten, und schütte das Ganze jetzt hier auf. Wie gesagt, so mache ich das. Da ich hier ein ganz großes Einmachglas habe, kommen wir gleich noch mehr drauf. So. Das wäre dann ein 11,5%iger Alkohol. Ich mache es noch ein bisschen stärker. Ich nehme noch ein bisschen Wodka dazu. Dann machen wir das vielleicht so nach so 14%igem Alkohol. Schätze ich mal so.
Da kann man auch ein bisschen variieren. Also ich schaue da jetzt nicht so genau drauf. Den Wein von uns rein. Was ich sehr mag, ist noch ein guter Honig dazu. Dann nimmt man einfach am besten einen Blütenhonig, der ist flüssig. Und den machen wir dann auch noch oben drauf. So. Ich möchte es nur mal vorführen, wie schnell das geht. Weil viele Patienten von mir sind dann etwas abgeschreckt und sagen, ah, das ist ja Arbeit. Und ich sage dann immer, das ist doch gar kein Problem. Das macht doch auch Spaß und ist ganz toll, wenn man das selber herstellt. Einfach den Honig noch oben drauf, so. Lecker. So. Und dann Deckel zu. Und fertig ist das Ganze. Das lässt man dann so stehen. Und dreht es ab und an einfach um. Also einfach so stehen lassen. Und ab und an dann mache ich das so, dann lasse ich es mal kurz runterlaufen so und wieder hoch. So, der Honig verteilt sich dann und dann lässt man das einfach ein bis zwei Wochen stehen, vielleicht auch drei Wochen maximal. Und dann ist das fertig. Das ist eine Essenz. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz gerne noch hier irgendwas draufschreibe, wie zum Beispiel Heilung oder Licht oder Ähnliches, ne? Oder Gesundheit. Das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Energie, eine bessere. Und fertig ist das Ganze. Sieht auch ganz schön aus, finde ich. Ich mag das immer unheimlich. Und wir haben hier eine echte, tolle Medizin, die uns hilft, gegen Viren und Bakterien zu wirken. So, das hier ist zwei Wochen gestanden. Jetzt zeige ich auch gleich, wie man dann weitermacht. Also die Lösung, das Elixier stand dann zwei Wochen, am besten einigermaßen kühl und dunkel lagern. Dann nehme ich ein bisschen Honighände. So, dann nimmt man einfach eine Schüssel und ein großes Sieb, legt das hier drauf, macht das Ganze auf und ich mache das dann so, ich schütte es dann hier rein. So. Jetzt mache ich das beim Schnelldurchgang. Normalerweise mache ich das so. Ich stelle dann das Einmachglas, auch das große, einfach so rein und lasse es dann mal vielleicht so 10, 20, 30 Minuten einfach so stehen. Das steht dann hier stabil in dem Sieb drin und dann kann das Elixier von uns wunderbar rauslaufen. Dann ist es gar kein Problem. So. Man kann das dann auch von uns rausschütteln. So. Dann putze ich das immer gleich und fülle es immer gleich wieder auf und habe dann wieder mein neues Elixier. So. Jetzt darf ich ein Video drehen. Mache ich das beim Schnelldurchlauf. Man kann hier auch noch einen Löffel nehmen und es dann so ein bisschen reindrücken, dass man die Flüssigkeit von uns durchdrückt, dass man den vollen Nutzen davon hat. So, und das ist eigentlich schon fertig. Ja, das tun wir dann in den Biomüll reinschmeißen. So, gut. Jetzt haben wir hier schon mal unser Elixier. Ich nehme dann einfach wieder so eine Weinflasche, nehme dann ein Trichter oben drauf und nochmals ein Sieb, der hier reinpasst. Jetzt stehe ich mal wieder auf. Jetzt hoffe ich, dass man das jetzt erkennt. Also wenn man es jetzt nicht sieht in der Kamera, ich sehe es nicht genau, man macht es so. Einfach den Trichter hier rein, den Sieb oben drauf, das passt genau. Und schüttet dann einfach das Ganze hier nochmals durch. So. Und
Fertig. Ganz einfach. So schnell geht das. Das wollte ich hier nochmals demonstrieren, weil wie gesagt, auch meine Patienten, obwohl mich viele schon über viele Jahre hinweg kennen, manchmal etwas skeptisch sind oder einfach sich an die Sache nicht rantrauen. Ganz einfach. Und dann nimmt man jeden Tag, ich schüttel es immer vorher mal kurz, weil manchmal setze ich noch was ab und dann bin ich immer gespannt, wie es schmeckt. Sehr lecker, wow, sehr lecker. Also mit dem hier kannst du vorbeugen und auch behandeln. Herpesviren, Epstein-Barr-Virus, Influenza-Viren, Coronaviren, Borreliose, Borrelien, Streptokokken, Staphylokokken, Helicobacter pylori, E. coli etc. Das funktioniert auf jeden Fall zusätzlich, das ist die Pflanzenheilkunde. Das haben früher schon die Schamanen gemacht und die Druiden und auch die Mönche und die Kräuterhexen im Mittelalter haben solche Elixiere hergestellt und das funktioniert. Das ist eine ganz tolle Sache. Also, ich wünsche dir viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß. Das macht Spaß, selber so etwas herzustellen. Und man spart auch noch wirklich Geld damit und macht was selbst für sich. Viel Erfolg, alles Gute. Ciao.